Grüezi miteinander. Hier zeige ich Ihnen die Neuheit von der Phalanx, der Jupiter 2 Laminator mit automatischem Folienrücklaufbestau. Das Gerät müssen wir hier hinten anlassen und dann ist es einfach mit einem Knopf zu bedienen. Und die Aufwärmzeit soll etwa 1 Minute betragen. Dann können wir das gerade mal ausprobieren und füllen hier mal Folientaschen füllen. Da haben wir 75 Mikron mit einem ganz normalen Büropapier, wie wir es etwa immer laminieren. Dann machen wir eine 125 Mikron Folie parat mit ein bisschen Seidenpapier drin. Mal schauen, ob das läuft, der automatische Folienstau, Rücklauf. Und einmal noch so ein kleines Fötzeli Papier, wo wir hier einfach in der Mitte der Folie reinlegen. So, dann wären wir eigentlich parat und der Laminator Phalanx Jupiter 2 hat die Funktion. Ist ein 6-Rollen-Gerät mit 4 beheizten Rollen. Wird geliefert mit der Bedienungsanleitung, der Stecker, den man noch geschwind durchstoßen muss. Und schon kann man den gerade verwenden. Sobald er parat ist, piepset er und das grüne Licht fährt an leuchten. Dann tun wir einfach mal hier, ist hier schön angegeben, wo man so etwas rein tun, in der Mitte, dann ein blaues Licht, 125 Mikron Folie mit Normalpapier laminieren. Sie sehen, der läuft relativ schnell durch und jetzt, nach dieser kurzen Zeit, haben wir schon unser erstes laminiertes Blatt. Dann einfach hier mal die Bastelarbeit, tun wir hier einmal reinheben, wenn er sie greift. Dann läuft er einfach ein bisschen schneller. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Folie wieder hinten rauskommt. Dann unser Seidenpapier in der 75 Mikron Folie lassen wir ebenfalls schnell durchlassen. Dann können wir hier gerade. Nimmt er da. Wenn ich Ihnen das zeige, kann ich Ihnen sagen, dass das wunderbar sauber laminiert ist. Und jetzt sehen Sie, jetzt hat er automatisch rückwärts rausgespuckt, weil er irgendwie etwas Folienstau produziert hat. Dann können wir es gerade noch mal probieren, um zu schauen, ob es wirklich nicht geht vielleicht. Wir werden die Funktion richtig ausprobieren und testen. Und schauen, ob das klappt. Und jetzt geht er schon ein bisschen weiter rein als vorhin. Und siehe da, jetzt kommt es wieder hinten raus. Also auch da ein bisschen schauen. Dann kommt das hier tatsächlich hinten raus und ist eigentlich sauber laminiert. Es hat also keine grosse graue Stelle mehr und da können Sie wunderbar ein Windlicht oder etwas daraus basteln. Dann zeige ich Ihnen aber gleich noch, wie Sie basteln können, wenn Sie um die Nummer sicher gehen wollen. Nehmen Sie hier eine Laminierfolie, da habe ich jetzt eine 75 Mikron, und nehmen Sie so eine Schutzhülle, das ist eine Carrier-Tasche, können Sie einfach hier das Ganze nochmal so rein tun und dann ist das gut verpackt und alles kommt ganz sicher wieder hinten raus. Und dann sollte er auch schön langsam laufen, der Laminator. Und schauen, ob er das auch macht. Weil er braucht ja ein bisschen mehr Hitze wegen der Schutzhülle. Und dann tut es auch gerade besser pressen. Das ist wegen der Qualität auch sehr wichtig. In dieser Zeit, wo der langsam da durchläuft, zeige ich Ihnen jetzt mal etwas ausnahmsweise, eben um diese Funktion auszuprobieren, den automatischen Rücklauf. Etwas, was Sie nie laminieren dürfen, sind einzelne Folien übereinander gelegt. Also wenn Sie sie jetzt abgerissen haben und wollen zuschneiden oder irgendetwas und dann wieder nicht genau gleich aufeinander legen, dann ist ja immer Gefahr, also das kommt nicht mehr hinten raus bei keinem Laminator. Und da wollen wir jetzt mal probieren, wie das hier läuft mit dieser automatischen Rücklauffunktion. Das können wir gerade machen, wenn der hier drin ist. So, dann ist das fertig. Und dann eben die zwei Folien, die einfach so übereinander sind, tun wir mal rein. Und die sollt ihr jetzt sowieso automatisch wieder retour fahren lassen. Und schon sehen Sie, es piepset und schon kommt er wieder zurück. Und auch hier mit dem Carrier-laminierten Seidenpapier ist also sehr schön gekommen, hat keine Blatter mehr. Es ist also absolut perfekt für Bastelsachen oder Serviettentechnik oder was auch immer. Denn das hier ist jetzt wirklich erstaunlich, dass er das gerade wieder automatisch retour tut. Ich habe mir sagen lassen vom Hersteller, dass es einen Sensor hat, wo der Laminator merkt, wenn etwas reingeht. Und wenn es nicht in einer gewissen Zeit hinten rauskommt, tut der zweite Sensor das blockieren und eben automatisch retour laufen lassen.
Und tatsächlich, das funktioniert also bestens. Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mir an, schauen Sie im Webshop nachher, schreiben Sie mir ein Mail. Auf Twitter und Facebook gebe ich Ihnen auch gerne Auskunft. Das war es auch schon. Danke fürs Zuschauen und bis gleich!